Kryptobull, ja, der Bulle, der an den Börsen die Dinge vorantreibt im positiven Sinne. Aber der Markt ist ja nicht bullisch, es ist Betrug. Der Bulle zieht sie in den Dreck. Wollen Sie wissen, wie Sie Ihr Geld wiederbekommen können, wenn Sie dort Geld angelegt haben? Dann schauen Sie sich diesen Film an und lesen Sie vor allen Dingen auch den Bericht auf unserer Webseite dazu, denn dort finden Sie noch viel mehr wichtige Hinweise für Sie, ob und wie Sie Ihr Geld wiederbekommen können. Hallo, ich bin Anlegeranwalt Jochen Resch, Thema Crypto Bull. Ja, netter Name. Es ist nichts echt. Der Bulle ist nur ein Scheinbulle. Und Krypto ist nur auch nur Schein. Kein Sein. Es ist Betrug. Die Spuren führen ins Nichts. Es ist ein Fantasieprodukt. Es gibt mehrere Warnungen von Aufsichtsbehörden, wenn Sie Geld dort investiert haben und dem noch nicht glauben wollen. Einfacher Test. Fordern Sie Ihr Geld zurück. Das wird so nicht funktionieren. Sie werden aufgefordert werden, immer noch mehr einzubezahlen. Steuern, Gebühren, irgendwelchen Blödsinn. Blödsinn, denn es ist alles nur Theater. Es ist nichts echt. Alles, was Sie dort sehen auf Ihrem Bildschirm, ist Fake. Nichts ist echt. Was können Sie tun? Manche glauben, dass es sowieso sinnlos ist, noch irgendwas zu machen. Viele merken nicht mal, dass sie betrogen worden sind, sondern denken, okay, ich habe gezockt und verloren. Aber vom ersten Cent an ist ihr Geld in den Taschen oder besser im Wallet der Betrüger gelandet. Einige gehen zur Polizei. Kann man machen. Bringt aber nicht viel weiter, weil eine Strafanzeige, wenn sie denn überhaupt aufgenommen wird und durchgeführt wird, dient zur Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Muss einem klar sein. Deswegen gehen wir einen anderen Weg. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind dort ziemlich erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie wir das machen? Rufen Sie mich einfach an unter 03088 59770 oder besser noch, Sie füllen das Kontaktformular aus, das Sie auf unserer Webseite finden. Deswegen gehen Sie auf die Webseite. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Ersteinschätzung, ob wir Ihnen helfen können. Wenn ja, nicht alle Fälle nehmen wir an, wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und natürlich auch, was es kosten würde. Ist ja auch eine sehr wichtige Frage. Und mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung bekommen Sie dann schriftlich eine Grundlage von Fakten, auf der Sie Ihre eigene autonome Entscheidung treffen können, warum das für Sie der richtige Weg ist. Bis dann.